Gestaffelte lineare Gleichungssysteme sind Gleichungssysteme, die wir relativ einfach auflösen können, und sie sind eine wichtige Vorstufe für die Lösung von allgemeinen linearen Gleichungssystemen. Dieses Problem der allgemeinen linearen Gleichungssysteme gehen wir an, indem wir mit Hilfe der Gauß-Elimination etwas kennengelernt haben, was im Idealfall ein Gleichungssystem auf ein lineares Gleichungssystem überführen können, deren Koeffizientenmatrix eine obere Dreiecksmatrix oder wenigstens eine gestaffelte Matrix ist. Und dann lösen wir dieses gestaffelte lineare Gleichungssystem und haben damit auch die Lösung unseres allgemeinen Problems. Der Algorithmus für dieses Lösen war die Rückwärtssubstitution, und die möchte ich Ihnen an zwei Beispielen noch einmal vorführen. Beide Beispiele sind aus den Übungsblättern. Das heißt, Sie können das Ganze auch gerne nochmal schriftlich nachlesen. Das da sollte die erste Gleichung sein. Wir brauchen die nachher immer wieder, aber ich schreibe sie dann auch immer wieder hin. Und gestaffelt heißt eben Koeffizientenmatrix, obere Dreiecksmatrix oder gestaffelte Matrix, Stufenmatrix haben wir sie auch genannt. Sieht man hier schön. Und in der letzten Gleichung taucht nur noch x3 auf, und hier sogar in einer besonders einfachen Form, nämlich x3 gleich minus 1. Da brauchen wir ja gar nichts zu tun, da können wir die Lösung ja ablesen. Okay, und Rückwärtssubstitution heißt es, das wollen wir eben bei x3 anfangen. x3 dann hier in diese zweite Gleichung einsetzen, nach x2 auflösen, und dann haben wir x2 und x3. Das können wir die letzte Gleichung dafür verwenden, um x1 letztendlich hinzuschreiben. Rückwärts eben. So, das heißt, dann schreiben wir doch x1 noch einmal hin, x3, Entschuldigung, die letzte Zeile unserer Gleichung. Und da streichen wir immer meine Lösung, dann finde ich sie später, nämlich ich brauche sie ja zum Einsetzen. Okay, die zweite Gleichung, wir schreiben sie noch einmal hin, 2 mal x2 plus x3. Minus 5. Das lösen wir jetzt nach x2 auf, und ich mache das etwas schneller. Ich bringe quasi das x3 auf die andere Seite, und ich weiß, wenn ich, dann bleibt jetzt bei x2 am Ende links stehen, und wenn ich diesen Faktor weg haben will, das ist ja gerade 1 durch die Zahl, die beim x2 steht. Also schreibe ich mal ein halb hin, mache eine große Klammer auf, nehme die rechte Seite des minus 5 und das x3, wenn es auf die andere Seite rutscht, muss sich das Vorzeichen ändern. Und jetzt setze ich noch den Wert ein, den ich habe von x2. Schreiben wir mal die 5 ordentlich. x3 ist minus 1, minus minus gibt plus, also steht da minus 5 plus 1, da steht minus 4 halbe. Also ist x2 gegeben durch minus 2. Letzte Zeile, die lautete minus x1 minus x2 plus 2 x3 gleich minus 1. Wir lösen wieder nach x1 auf. Diesmal ist der Faktor, der bei dem x1 steht, minus 1. Das heißt, wir haben hier keinen Bruch, aber wir haben ein Minus vor der Klammer. Aufpassen auf die Vorzeichen, und jetzt schreiben wir ab. Okay, minus x2 gibt ein plus x2 auf der anderen Seite, und plus 2 mal x3 gibt ein minus 2 mal x3, was wir auf die Seite gebracht haben. Und jetzt setzen wir die Zahlen ein. x2 war minus 2. x3 war minus 1, und minus 2 mal minus 1 gibt plus 2. Das ist aber praktisch, minus 2 plus 2 fällt gerade raus. Jetzt machen wir die Klammer auf, minus minus gibt plus, und x1 ist minus 1. Eine eindeutige Lösung haben wir erhalten. Wir betrachten ein weiteres Beispiel, und zwar das folgende Gleichungssystem: x1 plus x2
plus x3 plus x4 gleich 4. x3 plus x4 soll gleich 2 sein und x4 gleich 1. Drei Gleichungen für vier Unbekannte. Sie ahnen schon Schlimmes. Aber wir haben auch hierfür ein Vorgehen in der Rückwärtssubstitution definiert. Und das Wort, das wir jetzt hier brauchen, heißt allgemeine und spezielle Lösung. Fangen wir mit den speziellen Lösungen an. Rückwärtssubstitution x4 gleich 1. Das können wir einfach aus den Gleichungen abschreiben. Dann können wir auch die zweite Zeile dazu verwenden, um x3 zu berechnen. Es ist eben eine Stufenmatrix diesmal. Es ist keine schöne obere 3x-Matrix, aber wir können immer noch gut mitarbeiten. x3 ist 2 minus x4. x4 ist 1 und dann steht da die 1. Und jetzt haben wir eine letzte Zeile. Scrolle etwas, damit wir hier genügend Platz haben. Ich schreibe die Gleichung nochmal hin. x1 plus x2 plus x3 plus x4. Dies sollte gleich 4 werden. x3 und x4 haben wir schon berechnet. Wir haben aber nur noch eine Gleichung. Also führen wir einen Parameter ein. Und ich mache das immer ganz stur. Ich nehme die Unbekannte mit dem, die noch nicht bestimmt ist, mit dem höchsten Index, denn es gibt es jetzt x2 und setze den gleich Lambda, löse jetzt alles nach x1 auf und bekomme natürlich Lösungen in Abhängigkeit des Parameters Lambda und damit eine allgemeine Lösung. Okay, lösen wir doch jetzt die Gleichung auf. Da steht x1 ist gleich, ich muss durch nichts dividieren, da steht eine 1 beim x1, da steht eine 4, minus x2, minus x3, minus x4. x3 und x4 kennen wir. Wir können Zahlen einsetzen. Und für x2 setzen wir Lambda ein. Also steht hier 4 minus Lambda. x3 hatten wir raus als 1. Und auch x4 war 1. Die Zahlen, die wir jetzt haben, fügen wir zusammen. 4 minus 1 minus 1, das gibt einfach 2 minus Lambda. Das ist eine allgemeine Lösung. Okay, wenn wir jetzt wirklich konkrete Zahlenwerte brauchen, weil eben Ihr Chef Sie fragt, wie viele Studenten soll ich denn jetzt einstellen? Oder wie viele Elefanten soll ich kaufen? Und dann nehmen wir, dann brauchen wir eine spezielle Lösung. Und diese spezielle Lösung bekommen wir, indem wir einfach konkrete Werte für Lambda einsetzen. Und der einfachste Wert, der mir da immer einfällt, ist jetzt so Lambda gleich 0. Wir können natürlich auch Lambda gleich 1 einsetzen, aber machen wir es erstmal Lambda gleich 0. Dann wissen wir, x1 war 2 minus dieses Lambda, dann bleibt da einfach 2 stehen. x2 stimmt mit Lambda überein und die Werte für x3 und x4 haben ja eh keine Abhängigkeit von Lambda, das ist einfach 1 und 1. Schauen wir mal an, was rauskommt. Wenn wir Lambda gleich 1 haben, x1 ist dann 2 minus 1, das ist 1. x2 stimmt mit dem Parameter überein, x3 gleich 1. Und auch x4 gleich 1, da ändert sich nie was. Setzen Sie doch mal die Zahlenwerte in die erste Gleichung ein. Wir können ja Probe machen, 1 plus 1 plus 1
plus 1 gleich 4. Das heißt, wir haben spezielle und eben auch allgemeine Lösungen für unser gestaffeltes lineares Gleichungssystem mit der Rückwärtssubstitution bestimmt.